So, ich habe ja mal einen Wurf gemacht mit einer verrosteten Mittelstele. Das hat zwar so ein bisschen Hundekäfig-Charakter, aber also ich habe mich jetzt beim Zeichnen eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Denn was ich da gut dran finde, ist, dass man so eine Kombination zum Ablegen von irgendwelchen Krempel und wenn es Schlüssel sind, durch diesen Deckel hier oben haben. Also ich habe jetzt diese Stele gelocht, habe wieder diese Dreierlochung von der Betonwand aufgenommen. Die Stele an sich läuft bis runter auf den Boden, ist 60 mm breit. Dann kommen die Treppenvariante wie beim Tänzer. Ich habe jetzt noch nicht alle Stufen fertig gelocht, aber die unteren sind jetzt schon repräsentativ, also so wird es ausschauen. Die Oberfläche ist jetzt in dem Fall stahlroh, das sieht man auch ganz gut. Diese Fototextur, die gibt eigentlich einen guten Originalzustand wieder. Hier unten drunter habe ich jetzt einfach eine Versteifung von der Stufe gesetzt, die brauchen wir auch, damit das Ding nicht zu sehr schwingt. Und an den Wangen habe ich eigentlich so viel Material weggeschnitten, wie es irgendwie ging. Die Wange an sich, die sieht eigentlich derjenige, der von oben kommt, so gut wie gar nicht. Also er muss sich bemühen. Vielleicht, wenn er durch so ein Loch hier guckt, dann sieht er noch ein Stück. Aber wenn er von oben runterläuft, dann wird man nur die gelochten Stufen wahrnehmen. Also ich finde die Lochung gut, wenn die vor allem, wenn die hier noch rumläuft, dann ist das Ding also so transparent wie in Stahl möglich. Ja. Andere Variante, um es noch transparenter zu kriegen, wäre einfach Glas. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt mal bei dieser Stahllösung. Und dann habe ich hier, damit da keiner durchfällt oder auch nichts nach unten rollen kann, 4 mm Edelstahlseile, die würden wir da mit so einem Spannterminal, den habe ich da noch nicht mit eingezeichnet. Also ein gepresst, aufs Seil gepresstes Terminal, einmal mit rechts und einmal mit links gewinnen. Das heißt, wenn man das Seil dreht, spannt sich's fest oder in die Gegenrichtung, kann man es dann lösen. Also dass es so dünn wie möglich bleibt, habe ich das gedacht. Und hier bei dem Wandanschluss genauso. Also der restliche Bereich, der dann da offen bleibt, neben dem Tischchen, den spannen wir mit Seilen ab. Also das wäre die eine Variante. Ich zeige jetzt nochmal ein zweites Video auf, wo die andere Variante mit der massiveren Stele drin ist. Und das wäre jetzt so die Ansicht, die der Betrachter, wenn er unten dann aus dem Poolraum kommt, sieht. Blende jetzt dieses Ding, den Bestand nochmal aus. Dann sieht man eigentlich unsere Skulptur.